Ja, hallo, liebe Interessenten dieses Videos. Bitte entschuldigt ein bisschen, ich bin ein bisschen strubbelig, weil ich gerade aus der Dusche komme und auch die Videoaufnahme jetzt ist jetzt recht spontan, also auch die Einstellung. Ich habe mich jetzt einfach hier aufs Sofa gesetzt und nehme das hier auf, weil ich möchte jetzt gerne das folgende Video online stellen. Und es ist aber schon vor einiger Zeit aufgenommen worden auf der Messe. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung, nicht Messe, Entschuldigung, Kongress, könnt ihr unten in der Videobeschreibung euch anschauen, wann das war und welches Thema. Und die aktuelle Lage allerdings ist jetzt inzwischen anders zu dem, was ich auch in der, im Vorfeld, also vor dem Video, in einer Einleitung beschreibe. Ich habe diese ganze, also das Video mit anschließender Einleitung, die ich zu Hause aufgenommen habe und auch ein bisschen gekürzt habe, das habe ich recht spontan gemacht, wollte es dann online stellen und es gab dann einfach gewisse Schwierigkeiten, die ich jetzt hier nicht erwähnen kann und möchte. Und so hat sich das Ganze ziemlich verzögert. Ich habe aber das Video schon soweit geschnitten gehabt und bearbeitet und das war in dem Sinne schon im Schneidprogramm fertig und was ich eben jetzt gerade tue, ist das, wie heißt das, also aus diesem Schnittprogramm dann in das entsprechende Format abzuspeichern und dann hochzuladen. Wir haben jetzt den 29. Februar 2020, wo ich dies hier aufnehme. Wie gesagt, der Vortrag liegt jetzt länger zurück. Und jetzt vor diesem Video hatte ich noch ein Video zur aktuellen Lage auf meinen Kanal hochgeladen. Und die Aussagen jetzt von diesem Video hier, was damals aufgenommen wurde, und die Aussagen zu meinem neueren, was jetzt auf YouTube steht, die können etwas differieren. Deshalb jetzt hier diese Einleitung. Ich möchte euch hier gerne mitteilen, dass vieles davon jetzt nicht mehr aktuell ist. Ich es aber nicht mehr ändern möchte. Das ist mir jetzt einfach zu viel Arbeit. Ich möchte euch aber dieses Video nicht vorenthalten, weil das noch in der Zeit entstanden ist, als ich quasi noch tätig war. Also vielleicht für diejenigen, die das jetzt noch nicht wissen, ich bin nicht mehr tätig. Also das heißt tätig in dem Sinne, ich habe ja eine Ausbildung gegeben, eine Alchemieausbildung im Ausbildungszentrum Naturwissen in Wolfratshausen, an der auch die Zeitschrift Raum und Zeit angegliedert ist, für die ich auch öfter Artikel geschrieben habe. Warum das so ist, das habe ich kurz angedeutet, aber es ist für mich eben zurzeit eben nicht mehr möglich, jetzt so ganz normal, wie man das jetzt kennt, ich meine das jetzt nicht umgangssprachlich, sondern wie man das halt so beim Finanzamt melden muss, eine Selbstständige oder ein Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, das geht nicht mehr. Ich sehe mich da genötigt eben, das nicht mehr zu tun, weil von den Strukturen im Staat gewisse Dinge in Gang gesetzt worden sind, die mir das einfach unmöglich machen. Also das heißt, letztlich muss ich jetzt einfach schauen noch, was ich euch vielleicht auch für Informationen weitergeben kann, weil das, was da in Gang gesetzt worden ist, eben auch gegen solche Informationen jetzt geht, wie auch in diesem Video. Also es geht da weniger darum, dass da jetzt jemand ist im System und der sagt, ich kann den Peter nicht leiden und dem, da schaue ich mal, dass ich dem das Leben schwer mache. Das ist ja Unsinn, sondern es geht eher darum, dass das, was über meine Arbeit als Information an euch gelangen kann, das soll sozusagen nicht so verbreitet werden, also so in die Öffentlichkeit kommen. Das ist ein bisschen vereinfacht jetzt mal ausgedrückt. Ich möchte einfach nur hiermit, dass ihr einfach wisst, dass das Folgende nicht mehr aktuell ist. Es wird erwähnt, dass ich wieder Workshops geben kann, weil ich musste im Mai 2019 schon mal meine Arbeit komplett einstellen. Ich habe mich dann um Heilung bemüht, was jetzt in dem Sinne in einem besonderen Fall dann auch geklappt hatte, allerdings jetzt die Gesamtumstände nicht besser gemacht hat. Ich habe dann versucht, im November 2019 meine Arbeit wieder aufzunehmen mit einem Alchemie 1-Kurs, der dann jetzt weitergeführt werden sollte.
eben in die Ausbildung mit bis zur Alchemie 5, allerdings eben nicht mit neuen Möglichkeiten für Alchemie 1, wie das dann vorher der Fall war. Das heißt, da war schon meine Möglichkeit, auch eben das, was man im System in der Öffentlichkeit machen muss. Das heißt, sich so zu verhalten und so zu arbeiten, dass man halt Gewinne anstrebt. Das wird einem vorgeschrieben. Beziehungsweise man muss es nicht tun. Wenn man es nicht tut, wird es als Hobby eingeschätzt. Und die Möglichkeiten, die man dann hat, vernünftig zu leben und zu arbeiten, die sind ja dann eingeschränkt, weil das ja ein Hobby ist und man damit kein, in dem Sinne kein Einkommen, wie sagt man das, generieren kann, dass es eben auch ermöglicht, dass die Familie, man selber damit leben kann. Also ansonsten ist man verpflichtet, so hat das Finanzamt mir das zumindest mitgeteilt, Gewinne zu machen. Und man muss sich so verhalten. Und das ist so ein Thema, das man quasi jetzt versucht, ganz normal in der Öffentlichkeit zu stehen mit seiner Arbeit. Der eine arbeitet vielleicht etwas, was ihm nicht so Spaß macht. Der andere, wie ich das gemacht habe, ich habe eben das in der Öffentlichkeit auch getan. Also ich habe diese Workshops gegeben, weil das auch meine innere Aufgabe war, die Alchemie zu leben und das eben, was daraus resultiert, als Information an euch weiterzugeben. Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, dass ihr alchemistisch arbeiten könnt und daraus auch die inneren Prozesse bei euch selber verstehen könnt, all diese Themen. Und das ist bisher im Rahmen der normalen Öffentlichkeit geschehen. Und das ist jetzt eben nicht mehr möglich, eben ist mehr unmöglich gemacht worden. Und ich habe jetzt ein bisschen den Faden verloren, aber was mir jetzt wirklich wichtig war, ist, ich gebe, also wie das jetzt in diesem Video nachfolgenden in der Fragerunde, glaube ich, war, dass angesprochen wurde, dass ich wieder Workshops gebe. Ja, so, ich hatte das halt versucht wieder aufzunehmen und konnte es halt nicht. Also vom November aus konnte es halt nicht so mehr tun, wie ich eigentlich, wie man es eigentlich machen muss. Also gewinnorientiert arbeiten. Es war einfach dadurch eingeschränkt, dass ich das Ganze eben abgespeckt machen musste. Aber das war mir in dem Moment egal. Ich wollte versuchen, das wieder sozusagen alles zu ermöglichen, damit, weil ihr hattet ja angefragt, ihr habt gebucht, ihr habt, also es gibt große Wartelisten, Interessentenlisten und ich wollte euch da nicht hängen lassen. Das war der eine Grund und wollte dann eben auch versuchen, natürlich nicht gegen die öffentliche Struktur zu arbeiten und sozusagen zu sagen, ist mir jetzt egal, ich arbeite nicht gewinnorientiert, sondern ich versuchte eben dann das wieder möglich zu machen, auszubauen, dass eben auch mehrere Workshops möglich sind und nicht nur eine Ausbildungsreihe. Aber das war eben im November noch nicht möglich, weil diese Struktur im Hintergrund mir das auch unmöglich gemacht hat. Also ich sozusagen angefangen habe, ohne jetzt zu wissen, ob das wirklich weiter funktioniert. Und es hat sich jetzt auch bestätigt eben. Es kamen noch neue Situationen hinzu, da werde ich vielleicht gesondert nochmal ein Video drauf machen, weil ich habe viele Anfragen bekommen, was denn genau passiert ist. Auf jeden Fall musste ich dann jetzt im Februar quasi dadurch, dass ich mich genötigt sah, mit dem, was von außen mit meiner Situation gemacht wurde, überhaupt komplett meine Arbeit einzustellen. Und in diesem Rahmen nochmal die Aussagen in dem Video und auch in der Einleitung, die jetzt kommen, die sind halt alt und entsprechend nicht dem aktuellen Stand. Ich muss das einfach sagen, weil ich bekomme immer eine Reaktion aus dem System, je nachdem, was ich veröffentliche, damit einfach klar ist hier und dass ich keine Tätigkeiten mehr mache, weil ich das eben auch so im System jetzt zur Kenntnis gebracht habe, muss ich es eben auch hier so über diesen öffentlichen Kanal tun, dass einfach klar ist, dass ich mich daran halte, also dass ich jetzt nicht irgendwas behaupte, was da nicht stimmt und im Hintergrund ganz was anderes tue. Also das ist vielleicht ganz wichtig, die mich kennen, die wissen, dass ich da immer wahrhaftig bin und ich eigentlich nicht gegen meine eigenen, also zumindest nicht bewusst,
gegen meine eigene Richtung, die ich da einschlage, irgendwie verstoße oder mein Wort nicht halten würde. Und hier nochmal ganz, ganz deutlich, das, was gesagt wird, es war zum Beispiel auch jetzt in diesem Video, war es ein Missverständnis von Herrn Schneider, weil er wusste es halt nicht. Er hatte halt gehört, ich gebe bei Naturwissen wieder Workshops, und er hat es halt angesprochen, es gibt wieder Casual-Workshops, und ich habe dann aber eindeutig gesagt, nein, es sind Alchemie-Workshops. Also nur, dass es nochmal klar ist, Casual-Workshops gebe ich seit 2016 nicht mehr, aufgrund von Nötigung, so kann man das sagen, aufgrund von massiven, ich sage es jetzt mal an dieser Stelle, Situationen, die da auf Dinge, die auf, da auf mich eingeübt wurden. Es ist einfach so, seitdem keine Casual-Workshops mehr und in der Zukunft sowieso nicht mehr. Und bei Naturwissen vielleicht einfach auch, damit denen es nicht an Kragen geht, ich habe seit 2016 bei Naturwissen keine Casual-Workshops mehr gegeben. Ich habe keine vedische Alchemie mehr gegeben. Ich habe keine, überhaupt meine kompletten anderen Arbeiten spätestens 2016 komplett einstellen müssen. Was geblieben war, war diese Alchemieausbildung. Alles andere wurde mir da schon unmöglich gemacht. Und jetzt eben, wie gesagt, das auch. Das heißt, es gibt es jetzt alles nicht mehr. Ich schaue, dass ich vielleicht weitere Informationen euch weitergeben kann. Ich weiß noch nicht, auf welchem Wege. Es gibt natürlich auch einiges an Filmaufnahmen, an Möglichkeiten, an Wissen, an Informationen, was ich eben so gut wie möglich versuche, euch weiterhin zur Verfügung zu stellen. Aber ich möchte nicht so viel auf YouTube bringen, weil das Thema YouTube ist eben auch hier an dieser Stelle letztlich, es betrifft ja nicht nur mich, ist seit Jahren jetzt, aber es betrifft sehr viele sogenannte YouTuber. Wir schauen uns das nun mal an, jetzt auch gerade, wenn es um freie Meinungsäußerung geht, wie stark das eben eingegrenzt wird. Und da muss ich sagen, okay, also wir alle vertrauen ja oder gehen ja auf YouTube und suchen da unsere Informationen. Warum? Ich möchte es nicht mehr, also ich mache das so wenig, wie es irgend geht, weil ich vertraue YouTube nicht und ich vertraue eben dem Staat nicht und staatlichen Institutionen nicht und den Menschen, die dort in diesem Namen und in diesem Auftrag tätig sind, kann ich nicht vertrauen. Das ist keine böse Absicht oder böse Aussage, sondern das ist aus der Erfahrung heraus. Das muss ich einfach so tun, das geht nicht anders, um mein Leben zu schützen. Ich kann keinen in der Öffentlichkeit zertifizierten, wie nennt man das, Wesen, die dort tätig sind, trauen. Tue ich nicht. Ich kann die Dinge nur immer von Mensch zu Mensch mir anschauen und regeln. Das ist der einzige Weg. Und von daher schaue ich auch gar nicht mehr auf YouTube, sucht da meine Informationen. Ich würde euch das empfehlen, tut es auch nicht. Schaut in andere Kanäle rein, dann ist das Ganze obsolet, dann hat YouTube auch nicht mehr diese Macht, weil da keiner mehr irgendwas hochlädt. Natürlich gibt es einige Dinge, ich lade es ja jetzt auch auf YouTube hoch, aber nur aus diesem Grunde, weil eben das sonst nicht bekannt werden würde, weil eben die Masse weiterhin auf YouTube auch die Alternative, also die alternative Information suchen, weiterhin auf YouTube gucken. Und wenn ich das jetzt irgendwo anders hochladen würde, dann würde euch das einfach nicht erreichen. Also das ist im Moment der einzige Grund, warum ich das tue. Aber es wäre wichtig, diesen Kreislauf einfach mal zu durchbrechen und mehr zu sich zu kommen. Also das heißt, jetzt an dieser Stelle, vielleicht war es das erstmal, damit es auch nicht zu lang wird. Gut, ihr wisst Bescheid, die Informationen, die bezüglich meiner Situation, die jetzt im nachfolgenden Video erklärt werden, die sind zumindest teilweise so nicht mehr richtig und entsprechend nicht dem aktuellen Stand. Ich danke euch. Liebe Freundinnen und Freunde, Interessenten meiner Arbeit, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte euch mit diesem Video teilhaben lassen an einem Vortrag. Heute, wo ich das aufnehme hier, ist der Dienstag, der 5. November 2019. Und ich erwähne dies nur, weil je nachdem, wann ich es hochlade oder
wenn meine Videos wieder gelöscht werden und ich lade es wieder hoch. Es sein kann, dass die sehr, sehr viel, viel später erscheinen oder dass ihr euch das sehr viel später anschaut, als es aufgenommen wird. Wann mache ich diese Aussagen? Und wie ich jetzt gerade anfangs einleitend gesagt habe, ich möchte euch teilhaben lassen an einem Vortrag, den ich jetzt letzten Samstag gehalten habe. Und das war auf einem Kongress, der veranstaltet wurde vom Ehepaar Schneider, was auch das Netjournal schon seit vielen, vielen Jahren herausgibt. Und ihr könnt auch nochmal auf meinem Blog nachlesen, was diese Veranstaltung war. Da habe ich das angekündigt, dass ich da einen Vortrag halte, und da sind noch verschiedene Informationen zu den anderen Referenten angegeben. Das möchte ich jetzt nicht alles hier wiedergeben, oder eventuell blende ich das dann ein. Ich schaue gerade, ob das hier in der Ausgabe hier angegeben ist. Wenn die rauskommt, gibt es auch immer vorab ein paar Informationen zu den Kongressen. Ich möchte jetzt auch nicht allzu lang suchen. Ja, warum jetzt diese Form des Videos auf diese Art und Weise? Ihr kennt das ja vielleicht inzwischen von mir, also beziehungsweise wenn ihr jetzt nicht neu hier hinzugestoßen seid. Ich nehme meine Vorträge, wenn es irgend geht, auf. Da gibt es öfter mal auch technische Pannen, beziehungsweise ich kann das nicht, wenn nicht alles selbst kontrollieren, die Aufnahmen, während ich rede. Das ist jetzt im Moment gerade auch der Fall. Und das ist immer so ein Einfallstor für verschiedene Problemchen, die auftreten, weil ich die dann nicht, weil ich das Ganze dann nicht kontrollieren kann und es mir dann nicht auffällt und ich quasi nicht merke, dass mal der Ton weg ist oder dies oder das. Ich finde es jetzt hier nicht drin. Bitte erkundigt euch auf meinem Blog. Da habe ich das angegeben, was für ein Kongress es sich handelte und so weiter und so fort. Mein Vortrag diesmal gegenüber die Cache-Technologie. Und zwar haben Schneiders bei mir angefragt, ob ich meine Erfahrungen mit der Cache-Technologie kurz referieren möchte und noch etwas Aktuelles dazu sagen mag. Schaue ich mal. Mir ist jetzt nicht ganz klar. Ich habe jetzt einfach drauf losgesprochen. Kein richtiges Konzept an dieser Stelle. Wie ich das zusammenfasse, inwieweit ich da jetzt das mit dem Thema Vortrag verbinde, weil dieses Video ist jetzt eigentlich dazu gedacht, ein paar Vorinformationen zu geben zu dem Vortrag, den ich gehalten habe, und diesen Vortrag euch zur Verfügung zu stellen. Jetzt wurde auf diesem Vortrag gefilmt, dann habe ich auch selber meinen eigenen Vortrag gefilmt. Und ich könnte den jetzt so eins zu eins einfach ins Internet stellen, dass ihr euch das anschauen könnt. Hat den einen Haken, dass meine Videos schon seit einigen Jahren immer wieder gelöscht werden, dass dann einfach diese Möglichkeit auch besteht, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf YouTube stelle, dass es dann wieder rausgelöscht wird oder dass es gar nicht erst funktioniert, hochzuladen. Solche Themen habe ich auch. Und ich rede jetzt nicht von technischen Schwierigkeiten an dieser Stelle. Wie gehe ich jetzt damit um? Auf welche Plattform stelle ich das? All solche Fragen sind jetzt da. Der andere Haken an der Sache ist, euch das zur Verfügung zu stellen, ist der, dass der Vortrag nicht so gelaufen ist, wie ich mir das gedacht habe. Das ist jetzt vielleicht nicht aufgefallen, also bei den Kongressteilnehmern, die jetzt da waren. Deshalb schildere ich das jetzt auch an dieser Stelle. Aber das, was ich eigentlich vermitteln wollte, ansprechen wollte, das habe ich gar nicht angesprochen. Das hatte jetzt verschiedene Gründe, also dass im Vorfeld natürlich auch immer wieder viel passiert, bevor ich so einen Vortrag halte oder bevor ich Dinge veröffentliche. Wird sehr schwer gegen mich vorgegangen, und das geht bis in subtile Bereiche hinein, aber eben auch in Bereiche der Lebensumstände. Und das war im Vorfeld dieses Vortrags genauso. Ich hatte dann wieder keinen Schlaf in der Nacht aus gewissen Gründen oder nur sehr wenig, und das Ganze ist dann sehr anstrengend für mich.
Ich bin dann nicht, kann mich schlecht konzentrieren. Also die ganz normalen Sachen, die ihr eben auch kennt, wenn ihr erschöpft seid, wenn viel los war, Schlafmangel ist und wenig oder gar nichts gegessen habt. Und dann kann man sich halt schlecht konzentrieren. Das andere war, dass einfach durch die Umstände es so kam, dass ich, als ich meinen Laptop angeschlossen habe für diesen Vortrag, dass das so nicht richtig funktionierte, ich das auf einem anderen Laptop meine Folien hatte und dass das halt dann ein bisschen anders aussah, als ich das gewohnt war, was jetzt prinzipiell nicht schlimm ist. Nur bei diesem Vortrag war es halt so, ich habe diese ganzen Cache-Sachen, ich war ja jetzt quasi nicht mehr im Thema drin über Jahre und ich habe das im Vorfeld unter Schwierigkeiten eben Folien zusammengestellt und ich habe über diese Präsentationsfolien mir so einen roten Faden gemacht, was ich normalerweise nie mache. Also ich nehme immer Folien mit für den Vortrag, decke damit einen Rahmen ab, was kommen könnte, so nach Intuition, dass ich einfach, weil ich immer frei rede, die Möglichkeit habe, das mit Folien zu unterstützen und dann suche ich die ganz spontan während des Vortrags raus. Und dort hatte ich jetzt so ein paar, mir so ein paar wie sagt man, Wegmarkierungen gemacht, so sinngemäß in diesen Folien. Und das hatte dann nicht funktioniert. Das heißt, ich konnte nicht, weil ich nicht im Thema war, in dem Moment wissen, wie geht's weiter. Ich hatte keinen roten Faden und es kam zwischendurch mal eine Folie, die eigentlich für viel später gedacht war, dann eine für viel früher, so dass ich die ganze Zeit darum gerungen habe, die einzelnen Aussagen, die einzelnen Folien oder die einzelnen Ideen der Stücke des roten Fadens, die ich sozusagen aufgesucht habe, zusammenzufügen. Das ist für das Magnetsystem. okay. Sind wir gleich soweit? Wir sind soweit. Wir sind soweit. Okay, dann kannst du starten. So, dann möchte ich mich zuallererst mal auch bedanken für die Einladung, dass ich hier sprechen darf, weil, wie schon angesprochen wurde, ich komme aus der Alchemie und das ist nicht so selbstverständlich, damit in der Öffentlichkeit, ja, wie soll man das sagen, die Alchemie in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Da gibt es immer sehr viel Gegenwind und ich werde es vielleicht gleich nochmal berichten, wenn ich drauf komme, warum das so ist. Ich hoffe, ich komme mit der Technologie hier klar. Eigentlich bräuchte ich den Mauszeiger. Ich versuche es mal so. Ich möchte mich ganz zu Anfang, ich hoffe, das ist okay, wenn ich sitze. Wenn ich stehe, dann bin ich zu hyperaktiv, um gut reden zu können. Deshalb sitze ich lieber. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Einfach aus dem Grund, weil ich möchte kurz darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, wenn man aus der Alchemie kommt und dann, egal ob das jetzt schulwissenschaftliche Themen sind oder andere Themen, wenn man die aus der Alchemie her beleuchtet, weil die Alchemie ein ganz anderes Mensch- und Weltbild hat, als wir das heutzutage haben. Ich arbeite schon mit diesem Begriff Alchemie seit bestimmt so etwa meinem 12. Lebensjahr. Eigentlich schon als Kleinkind, das klingt ein bisschen komisch, also mit spirituellen Themen. Und später habe ich dann erfahren und erfassen können, dass das, was spirituelle Themen bei mir sind, Alchemie ist. Und dann kam aber auch das Thema der praktischen Laborarbeit und solche Dinge mit in mein Leben und da war ich halt schon ein Jugendlicher. Seit vielen Jahren bin ich dann auch in der Alchemie quasi tätig. Indem ich Ärzte ausgebildet habe in Chemomedizin, in Spagyrik und eben auch, ja, man würde es modern wissenschaftlicher Berater nennen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Alchemie aus einer anderen Betrachtung die Dinge, oder sagen wir mal so, die Dinge aus einem anderen Betrachtungswinkel angeht und das eben in Wirtschaft und Wissenschaft oft ganz förderlich ist, wenn man mal von einer ganz anderen Seite schaut. Und zurzeit bin ich wieder tätig. Ich gebe Workshops in der Alchemie. Da musste ich im Mai mit eigentlich aufhören, komplett. Eben auch wegen der Cache-Technologie. Ich werde es gleich nochmal kurz ansprechen. Fange jetzt aber wieder an. Und es gibt bei Naturwissen in Wolfratshausen
Das ist ein Ausbildungszentrum, da gibt es eine ganze Ausbildungsreihe Alchemie. Also das ist im Moment so mein Tätigkeitsfeld, mein Haupttätigkeitsfeld. Und ich poste immer mal was auf Blogs, bin im Internet so auf YouTube und Vimeo vertreten. Da können Sie auch, wenn Sie jetzt hier bei dieser Cache-Sache Fragen haben, dann nochmal ein bisschen nachrecherchieren, weil ich auch so ein paar Sachen da rüber ins Internet gestellt habe. Allerdings dann bitte bei Vimeo und YouTube unter meinem geführten Namen suchen. Also die Themen, die werden oft nicht angezeigt. Es werden auch viele schon seit etwa 3-4 Jahren sehr viele Videos wieder gelöscht oder ich kann die gar nicht erst hochladen, auch nicht posten auf WordPress. Aber wenn man auf YouTube meinen geführten Namen da eingibt, dann findet man einige Videos. Manchmal, wenn man Cache oder ein spezielles Video von mir sucht, wird es gar nicht angezeigt. Das nur mal so als Hinweis. So, was bedeutet das jetzt? Also Alchemomedizin, Alchemieausbildung für Ärzte und Therapeuten. Also das zeigt schon so ein bisschen, ich komme eigentlich eher so aus diesem therapeutischen, medizinischen Gesundheitsbereich. Weniger aus dem technologischen Bereich. Es wird aber gleich um Technik gehen. Ja, das ist wichtig jetzt erstmal, dass ich jetzt nicht aus der freien Energieszene komme, dass Technologie für mich auch etwas ist, wo ich mich tief einarbeiten musste, weil die Arbeit am Menschen empfinde ich immer ein bisschen anders, als das, wenn man jetzt, ich nenne es vereinfacht, mit Maschinen umgeht. Was ich noch seit einigen Jahren mache, ich veröffentliche in der Raum und Zeit sehr viele Artikel, also bis jetzt 2019 habe ich jetzt gar keinen Artikel veröffentlicht. Und da geht es eben auch um solche Themen der Alchemie, die auch ein bisschen tiefer gehen, allerdings eben auch für Laien, nicht für Fachwissenschaftler. Hier geht es um das alchemistische Gold, das ist direkt auch ein Einstieg, das wir sehen. Wenn man so ein alchemistisches Trinkgold herstellt, das auch ein Heilmittel sein kann, also hier in Deutschland kann man das nicht als Heilmittel bezeichnen oder weil es sonst unter das Arzneimittelgesetz fällt, es ist halt eine alchemistische Substanz, indem man Gold, also eine Materie, ein Metall, in eine Vorstufe von Materie überführt, wo es dann nicht mehr metallisch ist und dann wieder zurückholt in die Materie und dort ist es dann bei Zimmertemperatur flüssig. Also wir haben Gold, das normalerweise ja metallisch in einer Metallgitterstruktur auftritt, was dann bei Zimmertemperatur flüssig ist und nicht mehr als Metallgitter festzustellen ist. Und das zeigt schon, dass wir in der Alchemie mit ganz anderen Themen und Effekten umgehen als die herkömmliche Schulphysik. Ja? Und die Veröffentlichungen beziehen sich zum Beispiel eben auch auf die vedische Alchemie, speziellere Themen zur Alchemie, aber auch wie die Elemente entstehen, in dem Fall die Elemente aus der Alchemie, die 5 Elemente, also Luft, Wasser, Feuer, Erde, Äther, ja? Aber auch eben die Elemente des Periodensystems, spirituelle Themen, medizinische Themen, also wie essentiell beispielsweise Metalle sind für die Enzymfunktionen, über geistige Themen, ja, in der Natur, was hat das Pflanzenreich oder das Pilzreich wirklich für eine Bedeutung im Entstehen des Seins und wie der Mensch ins Sein kommt und auf die Erde gekommen ist. Und da auch direkt anschließend, die Alchemie hat also ein anderes Menschenbild. Sie geht davon aus, dass der Mensch ein spirituelles Lichtwesen ist, was einen materiellen Körper hat, was in die Materie gekommen ist. Ja, ich führe jetzt so ein bisschen hier vorweg deswegen, weil ich gleich auf etwas einsteigen will, was eben auch von dieser anderen Weltsicht her betrachtet wird. Ich habe dann später in 2016 einige Veröffentlichungen über die Cache-Physik gemacht, in der Raum und Zeit. Aber ich möchte doch noch ein bisschen, in so einem Zeitenstrahl vorgehen. Ja, das hat mich ein bisschen rausgebracht. Wie kann ich das jetzt öffnen? Ich habe keinen Mauspfeil. Ach, der ist hier, der ist wieder rübergerutscht. Alles klar, sorry. Jetzt habe ich ihn hier, da ist es. So. Also, Alchemie bedeutet, Alchemie ist keine Chemie, ja, und es soll ja um Cache-Physik gehen. Und das heißt, deshalb möchte ich heute
einen ganz kurzen Überblick geben, worum es sich bei der Alchemie handelt. Denn die Alchemie ist keine Chemie. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel so ein Thema wie die Cashew-Physik, wenn wir uns die anschauen, dann habe ich das mit der alchemistischen Methodik gemacht und nicht mit der schulwissenschaftlichen Methodik. Jetzt fehlt uns aber ein Verständnis, weil die Alchemie heutzutage nicht mehr gelehrt wird. Beziehungsweise es gibt so etwa 2, 3 Menschen auf der Erde, die das noch tun. Aber ansonsten ist es halt nicht mehr bekannt. Und deshalb ist es für mich eben sehr schwer. Also ich komme quasi hier hin und möchte etwas, was kontrovers betrachtet wird, nämlich die Cashew-Physik, mit etwas erklären, was als Mystik und Magie gilt. Ja? Und wo Sie keinen Überblick und keinen Einstieg haben, was die Begriffe bedeuten. Und ich würde dann mit Begriffen etwas versuchen zu erklären, mit Begriffen, die nicht bekannt sind. Also das wäre dumm. Deshalb braucht es einfach einen kurzen Einstieg, worum es sich bei der Alchemie eigentlich handelt, um dann bei der Cashew-Physik zu schauen, welchen an... Bitte? Bitte? Ich habe es nicht... ich habe keinen... ich habe es nicht... Na, ich habe die Folie nicht gestartet. Ich schaue es mir an und springe dann in die Folie. Deshalb ist kein Bild da. Alles gut. Alles gut. Macht nichts, wir kriegen es noch hin. Ich bin ein bisschen verwirrt vom Autofahren noch und habe wenig geschlafen und habe gerade so mein Mittagstief noch nicht überwunden. Und dann bringt mich immer so einiges aus der Bahn. Macht aber gar nichts. Also, einen kurzen, schnellen Überblick. Die Alchemie stellt das älteste systematische Wissen der Menschheit dar. Und das bedeutet, dass die Alchemie aus dem Ursprung kommt, aus dem auch der Mensch sozusagen kommt, als spirituelles Wesen. Ja, also in der Alchemie sehen wir den Menschen, wie gesagt, nicht wie im darwinistischen Modell quasi abstammt aus einem materiellen Objekt, sondern eben als ein höhergeistiges Wesen, was sich sozusagen in der Materie vergessen oder verloren hat. Ja? Und die Alchemie ist sozusagen die Urwissenschaft, das ist sozusagen die Mutter aller Wissenschaften. Das älteste systematische Wissen der Menschheit ist natürlich nicht in irgendwelchen Büchern oder Akademien archiviert und kann deshalb eben auch nur aus uns selbst heraus erfahren, erfasst und betrieben werden. Ja, und was das bedeutet, da kann ich gar nicht so tief eingehen in der Kürze der Zeit, aber es bedeutet letztlich, dass der Mensch in diesen wissenschaftlichen Prozessen im Außen, die er tut, involviert ist. Er ist nicht sozusagen unabhängig von einem wissenschaftlichen Experiment zu betrachten. Inzwischen ist die Schulwissenschaft ja auch an diesem Punkt angelangt, spätestens seit es mit der Quantenmechanik Einzug gefunden hat, zu sehen, dass der sogenannte Beobachter ja immer auch das Experiment beeinflusst. In der Alchemie ist das systematisiert, also wir können da genau schauen, wie dieser Einfluss stattfindet, über welche Ebenen, wie das funktioniert, weil die Alchemie eben ein anderes auch Weltbild hat, in dem Sinne, dass sie sieht, dass die materielle Welt, in der wir leben, die Materie, nur eine Wirkungsebene ist. Und über ihr liegt sozusagen hierarchisch eine Ursachenebene. Das ist jetzt nur vereinfacht ausgedrückt, das sind eigentlich Strukturen, die man beschreiben kann, aber ich mache das eben einfach. Wir haben eine Materie, eine dichteste physische Materie, ja, wo die Dinge als Moleküle und materiell anfassbar auftreten. Aber das ist nur eine Wirkung eines geistigen Prozesses. Also wir müssen uns in der Alchemie immer mit einer Ebene darüber, sozusagen mit der Steuerungsebene befassen, um in der Materie arbeiten zu können. Und das ist jetzt auch sehr wichtig jetzt im Vorfeld zur Cashew-Physik, weil man kann erst diese Cashew-Thematik verstehen, wenn man dieses Grundprinzip versteht. Ja? Dass etwas von woanders herkommt, was in der herkömmlichen Schulwissenschaft, also das, was in den Schulen gelehrt wird, quasi außen vor gelassen wird. Also die Ebenen des Geistes und der Seele spielen in der Schulwissenschaft keine Rolle oder dürfen es auch nicht. Ja, das muss da heraus. Auch wenn natürlich einzelne Schulwissenschaftler das anders sehen. Ja, wir finden das bei Planck, wir finden das bei vielen hochkarätigen Wissenschaftlern, dass sie eben das schon so sehen, aber in den Schulwissenschaften darf es sozusagen nicht hervorkommen. Und in der Alchemie muss man sich mit diesen Themen befassen. Man muss schauen und erfassen und erfahren, wie die Dinge dort zusammenhängen, um hier in der Materie arbeiten zu können. Ich mache es jetzt ein bisschen schneller. Alexander von Bernus
ist ein deutscher Alchemist gewesen, auch ein sehr bekannter Dichter. Und der hat es so geäußert, dass er gesagt hat, die Alchemie ist eine völlig andere Denk- und Arbeitsweise als die heutige, aber in sich nicht minder konsequent, exakt und wissenschaftlich, nur eben ganz, von ganz anderer Seite kommt. Und diese andere Seite ist eben die Seite des Geistes. Das heißt, die Alchemie betrachtet die Dinge geistral. Ja, also sie schaut immer in die Ursachenebene mit hinein, weil sie sagt, wir können rein, wenn wir nur die Wirkungen beobachten und die Ursachenebene ausschließen, können wir nicht dahin kommen zu verstehen, wie die Dinge funktionieren. Es braucht immer auch die Mitbetrachtung der Ursachenebene, der Steuerungsebenen. Und die liegen halt in der Alchemie, zumindest wird es so gesehen, im Feinstofflichen und im Unstofflichen. Ja, also man muss sich mit diesen Themen befassen, ob man will oder nicht. Und wir kommen dann dahin, dass wir sagen, gerade eben auch in der Chemie, die Natur wird heute vor allem mittels chemisch-physikalischer Analysemethoden erforscht. Dagegen erforscht die Alchemie von ganz anderer Seite kommen, die Natur in geistraler Reflexion. Also es braucht immer auch den Menschen, ja, der sozusagen aus seinem inneren, tiefsten geistigen Wissen heraus arbeitet, im Einklang mit der Materie, mit seinen Laborexperimenten. Also er muss sozusagen schon mal innerlich verstehen, worum es geht, bevor er sozusagen die Dinge in diesen linearen Verstand bringt. Ja, die lineare Welt, da wo die Sachen, das haben wir, wenn ich rede, zum Beispiel die Wörter, bestehen aus Buchstaben. Das sind Aneinanderreihungen von einzelnen Buchstaben. Die ergeben wieder Wörter, die wieder Sätze. Das ist linear, auch unsere Gedanken laufen linear. Die Alchemie ist aber ganzheitlich holistisch. Ja? Sie ist eben nicht linear. Ja? Und das bedeutet eben, dass eben diese geistigen und seelischen Themen, und das ist gar nicht so, ich sag mal, mystisch gemeint, sondern auch die Seele oder die geistigen Aspekte, die können sich sogar technisch widerspiegeln. Ja? Die haben in der Materie, wie soll ich sagen, gibt es Reaktionen, sodass man darauf rückschließen kann. Also sie sind gegenwärtig. Und wir brauchen diesen geistigen Ansatz in der inneren Reflexion, um mit den äußeren Dingen voranzukommen. Also es muss sich auch immer in der Praxis bestätigen, sonst nach Paracelsus, berühmter Arzt und Alchemist, ist alles nur Spintisieren. Ja? Also es ist nicht in der Alchemie so, dass wir eben uns einfach irgendwo schöne Gedanken machen und es in der Materie, im realen Leben nicht anwendbar ist. Dann ist es keine Alchemie. Ja? Aber es ist eben dieser Aspekt, der inzwischen über die Jahrhunderte sozusagen heraus manipuliert wurde, das kann man nicht anders sagen aus den Wissenschaften, das ist eben diese andere Ebene, die wir geistig und auch feinstofflich nennen. Und die muss sozusagen mitgekannt oder erkannt werden. Und der Alchemist Marc sprach zum Kräftebegriff der Alchemie und Chemie. Die Alchemie besteht nicht nach Art der gewöhnlichen Chemie in einer Trennung und Zusammensetzung von Substanzen, in welchen kein Leben in Tätigkeit ist, sondern sie handelt mit lebendigen Kräften. Die Chemie bewegt sich auf der physischen Ebene, die Alchemie auf der nächsthöheren Stufe des Lebens. Die höchste Alchemie bezieht sich auf die geistige Veredelung des Menschen und bedarf dazu einer geistigen Kraft. Wer die geistige Kraft nicht kennt, der kann die selber auch nicht ausüben. Und wer das alles Lebenserscheinungen zugrunde liegende Lebensprinzip nicht kennt, der wird auch nicht begreifen, was unter der Lebenschemie oder Alchemie zu verstehen ist. Da sehen wir schon, dass wir hier eine ganz andere Anknüpfung haben und benötigen. Und das bedeutet auch, wenn wir jetzt normale schulwissenschaftliche Prozesse als Alchemist betrachten, dann verstehen wir die und ordnen die anders ein als ein Schulwissenschaftler. Also wir haben eine andere Anschauung, wir kommen von einer anderen Seite. Und das führt dann oft auch zu anderen Ergebnissen. Ja, das heißt einfach, ein Beispiel ist jetzt, wenn wir eben in diese freie Energie-Thematik kommen. Ich weiß es noch so aus meiner Jugendzeit, da hieß alles, was freie Energie ist, das ist ein Perpetuum mobile und das kann nicht funktionieren. Im Grunde genommen nur deshalb, weil die Schulwissenschaft quasi nur abgeschlossene Systeme da betrachtet hat. Ja, damals zumindest. Da hat sich ja auch viel geändert. Das heißt, ein abgeschlossenes System, ich glaube, das nennt sich Diabar oder Adiabar, ich habe es jetzt nicht vergessen. Also das ist so ähnlich wie eine Thermoskanne und da laufen jetzt Prozesse ab und die können wir messen. Aber wir schauen, dass kein Austausch mit der Umgebung stattfindet, weil sonst haben wir halt ein Problem. Also wir können da nicht genau messen, wie ist jetzt der Wärmeinhalt und solche Themen, wenn sich das wiederum mit anderen Systemen sozusagen austauscht. Ja? Und das ist eben die Problematik perpetuum mobile, sie ist die freie Energie nicht, weil die Energie, die wir hier als Energie wahrnehmen, aus einer anderen Ebene kommt. Und dann sind wir wieder genau in dem Anschluss der Alchemie, die nämlich diese anderen Ebenen kennt. Ja? Und das bedeutet jetzt, das ist eben genau das, dass
wir unbedingt das paracelsische Wort wissen müssen, dass alle Erkenntnis der Welt, die wir Menschen auf Erden besitzen, nur aus dem Lichte der Natur stammt. Dieses Licht der Natur reicht vom Sichtbaren zum Unsichtbaren und ist hier so wunderbar wie dort. Im Lichte der Natur ist das Unsichtbare sichtbar. Das heißt, wir benötigen eine Anschauung auch der unsichtbaren Kräfte, und damit sind jetzt die feinstofflichen Ebenen gemeint und die geistigen Ebenen, ohne die wir sozusagen nicht weiterkommen. Und das finden wir in vielen Größen der Historie, haben das geäußert. Zum Beispiel Paracelsus war eben ein sehr bekannter Arzt, und der hat eben gesagt, er ist kein Arzt, der das Unsichtbare nicht weiß, das keinen Namen hat, das keine Materie und doch seine Wirkung hat. Also dass keine Materie, aber doch seine Wirkung hat. Also es gibt eine Lebensenergie oder ein Lebensprinzip, so hat er das postuliert und eben aber auch im Experiment bewiesen, das hat selber keine Materie. Ja? Und deshalb ist in der Alchemie auch das Wort Wirkstoff moderner Aberglaube. Weil der Stoff selber hat keine Wirkung, sondern ihm sind Wirkungen angehaftet. Ja, das ist wie kleine LKWs, die eine Ladung haben. Und diese Ladung, das ist, haftet den entsprechenden Molekülen oder Substanzen an. Aber die Substanz oder die Materie an sich, aus der Materie heraus, von selber kann die Wirkung nicht kommen. Ja, da haben wir in der Alchemie ganz konkrete Ebenen beschrieben, die eben in den Bereich des Äthers geht. Und da ist jetzt nicht der Äther gemeint, den die Physik aus dem letzten Jahrhundert mal postuliert hat, weil sie suchte sozusagen ein Wellenmedium für elektromagnetische Wellen, als man die entdeckt hat. Dann hat man gesagt, okay, bei den Wasserwellen, da haben wir Wasser, ja, worin schwingt denn jetzt die elektromagnetische Welle? Und dann hat man eben einen sogenannten Äther postuliert. Das ist aber nicht der Äther, den die Alchemie meint. Der Äther ist sozusagen das, was wir Lebenskraft nennen, ein bisschen einfach vereinfacht ausgedrückt. Ja, und aus dieser Ebene kommt letztlich die Materie. Ja, aus dieser Ebene können wir auch Materie schaffen. Das ist nichts Ungewöhnliches, zum Beispiel Gold herzustellen, aus anderen unedleren Metallen, oder direkt Materie sozusagen aus dem Äther, weil alle diese Dinge in der Natur auch so passieren. Ja, wer die Natur kennt und im Lichte der Natur schaut, der kann die Dinge so nachvollziehen. Das ist so ein bisschen das Schaubergische Prinzip, ja, dass man die Natur beobachtet und dann auch die Natur verstehen muss. Es ist nichts anderes. Im Grunde ist es simpel, aber weil wir so kompliziert und verdreht sind über unseren Intellekt, scheint es uns alles sehr komplex. Also wir haben jetzt etwas Unsichtbares. Wir haben in der Alchemie Effekte, die beispielsweise auch Materie, die würde man heute vielleicht exotische Materie nennen. Ich gebe mal kurzes Beispiel. Ich habe hier ein paar Bilder. Gucken, ob ich das jetzt so schnell hier so finde, auf diese Art. Die sind für die normale Wissenschaft nicht existent, bisschen einfach ausgedrückt. Wir haben zum Beispiel hier das berühmte weiße Goldpulver. Ich finde es jetzt nicht auf Anhieb, aber da habe ich so eine Fotoreihe, wo ich das Blatt drauflege, ja, und anfange, das Pulver drauf zu geben, und dann fängt die Waage an und zeigt also an 0, so und so viel Gramm, und dann geht die Waage wieder zurück bis auf 0. Ja. Jetzt kann man sagen, das habe ich jetzt extra für die Aufnahme gemacht, jetzt kann man sagen, es ist eine elektronische Waage, vielleicht beeinflusst das Pulver, aber es geht auch mit mechanischen Waagen. Es hat antigravitative Eigenschaften. Beispiel ist auch, wir haben hier das berühmte Quecksilber, also aus der Alchemie sehr berühmt, und das geht durch etwa 80 Stufen. Dann haben wir antigravitative Effekte, die auch in den indischen Veden bei den Vimanas beschrieben werden. Also diese Flugscheiben funktionierten eben mit Quecksilberantrieb, das musste aber alchemistisch bearbeitet werden. Ja, das geht nicht mit dem elementaren Quecksilber. Hier oben sehen wir festes Quecksilber, das heißt, es ist bei Zimmertemperatur fest geworden. Wer es nicht weiß, Quecksilber ist normalerweise bei Zimmertemperatur flüssig und auch ja flüchtig aus, dampft auch sogar in die Raumluft ab, deshalb ist es auch so giftig. Und da ist es fest. Also ich habe das dabei, wer nachher möchte, nach meinem Vortrag, kann das gerne mal anfassen. Wenn wir das analysieren, es ist kein Amalgam oder eine Legierung. Ja, es ist reines Quecksilber und es ist eben durch diesen alchemistischen Prozess bei Zimmertemperatur fest geworden. Ja? Und das sind alles Sachen, die werden in der herkömmlichen Physik und Chemie für unmöglich gehalten. In der Alchemie kenne ich das, habe ich das. Und da war auch meine Anknüpfung, da möchte ich euch mit euch jetzt in die Keschel-Physik reingehen, dass ich nämlich die Keschel-Physik vorher gar nicht kannte und gar nicht wusste, was ist denn das?
Und ich denke, es geht vielleicht einigen hier im Raum auch so, dass sie vielleicht nur mal davon gehört haben und gar nicht genau wissen, was das ist. Und deshalb möchte ich jetzt ein bisschen näher darauf eingehen und meine eigenen Erlebnisse schildern. Also ich mache das gar nicht so technisch, wie wir jetzt im Vorfeld die Dinge gesehen haben, sondern ich möchte einfach meine Experimente und mein Erleben mit der Cashel-Physik euch schildern, damit ihr ein Empfinden dafür bekommt. Und hier möchte ich auch nochmal ansetzen an das herkömmliche schulwissenschaftliche Weltbild. Also das liegt einfach da, auch wenn wer kein Wissenschaftler ist, einfach wer durch die normale Sozialisierung hier in Europa gegangen ist, inklusive Schule, der hat einfach ein schulwissenschaftliches Weltbild. Ja, da kann der gar nicht, weil er hat es so erklärt bekommen, dass die Dinge aus diesen und jenen Gründen so seien. Ja. Wenn wir uns aber Physiker anschauen, Nobelpreisträger, was auch immer, und uns vor allem damit beschäftigen, was die privat von sich gegeben haben oder vielleicht gerade nicht in Fachpublikationen oder wenn sie sich untereinander unterhalten haben und das veröffentlicht haben, dann reden die eigentlich ganz anders. Also Hans-Peter Dürr ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, äußerte, es gibt streng genommen keine Elektronen. Ja, ich habe dieses Beispiel gewählt, weil es ja bei Strom um Elektronen geht und der Cashel-Physik vordergründig um Stromerzeugung, aber da hängt sehr viel mehr dran. Es gibt keinen Atomkern, sie sind eigentlich nur Schwingungsfiguren. An diesem Punkt hatten wir die Materie verloren, denn was wir am Ende allenteils vorfanden, waren keine unzerstörbaren Teilchen, die mit sich selbst identisch bleiben, sondern ein feuriges Brodeln, ein ständiges Entstehen und Vergehen, etwas, das mehr dem Geistigen ähnelt, ganzheitlich offen, lebendig. Und das ist eigentlich die Ebene der Alchemie, dieses feurige Brodeln. Was ist denn das? Da haben wir genau eräußert das, da haben wir das Feuerelement der Alchemie. Also wir dürfen da nicht das so sehen, dass das das physische Feuer ist, ja, wenn wir jetzt ein Feuerzeug anmachen, oder das Erdelement halt Gartenerde und das Wasserelement halt Wasser, sondern das sind sozusagen immanente feinstoffliche Prinzipien, die dazu führen, dass das Geistige sich materiell als Substanz darstellen kann und auch wandeln kann. Ja, da gibt es einen Wandlungskreislauf von 5 Elementen, wie die Dinge ins Dasein kommen und wie die Dinge sich wieder auflösen. Und hier ist das Feuerelement angesprochen. Und an diesem Feuerelement kommen wir schon mal in Richtung Plasma. Ja? In der Alchemie ist das Feuerelement Plasma, das ist das hochenergetische Plasma. Und es gibt aber auch ein Plasma, was zwischen dem Festen und dem Gasförmigen liegt. Ja? In der Alchemie gibt es immer eine ganzheitliche Schau, das heißt, wir sehen das Plasma oder überhaupt auch Transmutation und solche Dinge nicht immer hochenergetische Prozesse sein müssen. Denn gerade im Organismus, bei Tieren, bei Menschen, bei Pflanzen, finden wir Wandlungsprozesse, die Transmutation sind, die aber bei niederenergetischen Umgebungen funktionieren. Ja? Und Plasma gibt es eben auch in einem Bereich, wo das eben, die herkömmliche Physik würde sagen, Plasma ist ein ionisiertes Gas. Da wird in der herkömmlichen Atomschau der Atomkern gesehen und die Elektronen drumherum, ja, die sind in speziellen Konfigurationen. Und wenn sich jetzt die Elektronen vom Atomkern lösen, dann haben wir sozusagen ein hochenergetisches Gas und das ist ein Plasma. Ja. Das, wie das Plasma sich dann verhält, das haben wir aber auch in einem Bereich zwischen dem gasförmigen und festen. Da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, weil das sehr wichtig ist bei der Cashel-Physik. Aber hier nochmal, also wir sehen, die Physik ist eigentlich schon im letzten Jahrhundert sehr nahe der Alchemie wieder sehr nahe gekommen. Das heißt, die Anschauungen, die sind zwar da, aber sie dürfen quasi in der Schulphysik oder in der Schulwissenschaft so nicht geäußert werden, dann ist ganz schnell die Karriere kaputt. Ne? Das kennt man, es gibt immer Gremien, wenn man etwas veröffentlichen will, dann muss das entsprechenden Standard entsprechen. Ja, und wenn das eben nicht dem Dogma entspricht, dann wird es nicht zugelassen, man kann nicht veröffentlichen, wer wenig Veröffentlichung hat, macht keine Karriere, zumindest an der Hochschule. Also das heißt, es ist alles sehr eingeschränkt, aber die Wissenschaftler sind dem Prinzipien ja schon nicht nur auf der Spur, sondern sie haben sie auch erkannt und auch wissenschaftlich geäußert. Der Unterschied zur Alchemie ist nur, die Alchemie hat sozusagen multidimensionale Begriffe und sie kennt sich sehr gut in der geistigen Welt mit aus. Also das haben wir seit Burkhard Heim natürlich auch in der Physik auch. Und das fehlt noch so ein bisschen in der Physik, um gewisse Dinge verstehen zu können. Und da hakt auch so ein bisschen die Cashel-Physik letztlich ein. Also der Herr Cashel hat mit seinen Äußerungen, mit seinen Definitionen der Dinge diese Lücke geschlossen, ja, zwischen dem, ich nenne es jetzt mal so geistigen, was er immer Seele nennt, und dem rein schulphysikalischen Thema. Ja. Wir haben das aber auch bei Planck. Ich mache es jetzt ganz schnell, ich will es nicht nochmal vorlesen. Auch Planck sagt, es gibt
in dem Sinne nicht Materie als kleinen Korpuskeln, sondern Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, so müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Und das ist in der Alchemie selbstverständlich, dass es diesen bewussten, intelligenten Geist gibt, in verschiedenen Abstufungen, und dass man, wenn man sozusagen mit der Materie arbeitet, diese geistige Kraft auch kennen muss, um sinnvoll, menschengemäß, naturgemäß arbeiten zu können. Das ist halt eine Herausforderung, weil es immer auch Arbeit an sich selbst bedeutet. Ja, wir können das nicht voneinander trennen. Ich kann in der Alchemie nicht ins Labor gehen und sagen, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Sondern es geht immer ora et labora, also ich brauche immer erst die innere Ausrichtung, um auch an das innere Wissen zu gelangen, und gehe in Resonanz dann mit dem alchemistischen Prozess, mit dem Laborprozess. Und das macht mit mir etwas, wie es auch mit dem Prozess etwas macht. Und hier auch nochmal die Forderung von Hans-Peter Dürr, dass er eigentlich sagt, wir müssen lernen, auf eine neue Weise zu denken. Und das ist die Forderung für die modernen Naturwissenschaften. Und das ist das, was der Herr Kesche eigentlich jetzt schon in die Welt gebracht hat mit seiner Kesche-Physik, diese neue Art zu denken. Und wie bin ich daran gekommen? Also ihr habt jetzt schon so ein bisschen gemerkt, es gibt eine andere Herangehensweise aus der Alchemie. Und mich hat ein Workshop-Teilnehmer meiner Workshops darauf aufmerksam gemacht, und später hatte ich dann auch ein paar andere Workshop-Teilnehmer, die mir ein paar E-Mails geschrieben haben. Das war so Ende 2015, dass es da einen Mann gibt, Herr Kesche, und der will da jetzt was in die Welt bringen, und das, was er sich da so angeschaut hat bei dem Herrn Kesche, das schien ihm alles sehr alchemistisch. Also habe ich mir gesagt, ja, Moment, wenn das so ist, das ist ja wunderbar, also habe ich mir verschiedene Videos auf YouTube angeschaut. Damals gab es noch nicht so viel, außer die eigenen Kesche-Teachings von ihm selber oder Peter Salocha. Es gab so ein paar so Anfangsvideos darüber, und die habe ich mir alle angeschaut, und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, also ja, das ist zwar anders ausgedrückt, aber da muss ich jetzt mal genau schauen, was der Herr Kesche eigentlich meint. Worum geht es ihm da? Was tut er? Was ist daran Alchemie? Und habe mir die einzelnen Teachings, die damals verfügbar waren, angeschaut. Und das war eben sehr viel Arbeit, weil das eben über mehrere Stunden ging. Und wenn man sich das alles anhören muss, manchmal ist die Qualität des Tons dann auch schlecht, bin ich dann da hineingekommen zu verstehen, aha, es gibt eine Ausführung von Herrn Kesche mit Definition, mit Wörtern aus der modernen Physik, wie zum Beispiel Materie, Antimaterie, dunkle Materie, Plasma, Nano, die aber, so wie er das erklärt, sehr alchemistisch daherkommt. Das heißt, die Ausführungen von Herrn Kesche zu diesen einzelnen Begriffen, sind erweitert. Ja, das sind keine Herkömmlichen, also man darf jetzt das Plasma eben nicht wie einen Schulphysiker verstehen oder das Nano, ja, sondern muss jetzt versuchen zu verstehen, was definiert der Herr Kesche darunter? Das ist überhaupt ein ganz wichtiges Prinzip, wenn ich mit etwas Neuem in Kontakt komme, dass ich mich selber da etwas zurücknehme und nicht direkt innerlich reagiere, ob das richtig oder falsch ist, sondern erstmal versuche zu verstehen, was wird denn da ausgesagt? Was geht es denn? Wie werden die einzelnen Begriffe definiert? Was meint der Mann damit? Ja? Und das habe ich gemacht und habe dann eben festgestellt, erstmal eine Grundidee dahinter ist, dass es plasmatisch-magnetische Felder gibt. Ja, das ist seine Aussage. Aus plasmatisch-magnetischen Feldern, das ist so eine Art Grundsuppe, entsteht alles, entsteht Materie. Ja. Und diese plasmatisch-magnetischen Felder, was immer er es auch mal damit gemeint hat, die sind in der Regel unsichtbar. Ja. Das war so das Erste, wo ich gemerkt habe, das passt sehr zur Alchemie, obwohl eben dieses plasmatisch-magnetische ein bisschen differenzierter in der Alchemie ist. Und dass daraus eben die dichteste physische Materie entsteht. Also genau das, was ich aus der Alchemie halt kenne. Und dass diese Bausteine sozusagen, da kann man Atome zu sagen, aber die sieht der Herr Kesche eben auch nicht als kleine Partikel, genauso wie der Hans-Peter Dürr eben Atome und Elektronen nicht als kleine Partikel ansieht. Ja? Das ist bei dem Herrn Kesche auch nicht so und in der Alchemie auch nicht so. Und das heißt, es gibt sozusagen bei dem Herrn Kesche diesen Ausdruck Metastate oder State of Matter, Matter of State, je nachdem, er drückt sich ein bisschen unterschiedlich aus, und er meint sozusagen eine Ebene der physisch dichtesten, also Materie. Und es gibt Vorstufen von Materie. So, das hat er geäußert. Und dadurch, ich habe eigentlich jetzt ein paar Folien übersprungen hier,
dadurch bin ich eigentlich aufmerksam geworden, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich da mal tiefer reingehen und muss mich genau damit auseinandersetzen. Und durch dieses Auseinandersetzen, oder sagen wir mal so rum, ich bin durch diese ganzen Teachings darauf gekommen, dass das, was der Akasha äußert, dass es diese Effekte gibt, die er äußert, dass das quasi wahr sein muss. Also ich habe mir das nur hergeleitet aus der Alchemie. Ich habe dann gesagt, okay, das lohnt sich, diese Dinge mal nachzuvollziehen. Ja? Und jetzt kommt eben ein großes Problem. Zu der Zeit war das eben so, dass wir hier von Themen reden. Jetzt ist mir diese Folie, kleinen Moment, verrutscht. Von Themen reden, wo wir sowas haben wie, ich nenne es jetzt mal vereinfacht, wenn ich das Bild nicht finde, ein Laboratorium mit einigen Konstruktionen, die eigentlich ein Ingenieur machen muss. Ja? Also wo wir mit Gas arbeiten, zum Beispiel mit Helium oder Wasserstoffgas. Und das sind also Sachen, wo ich gerade jetzt als Alchemist, der eigentlich zwar weiß, also der mit chemischen Apparaturen umgeht, aber im Mindestmaß mit Glaswaren und so, sagen muss, ja, das schaffe ich nicht, mir zu Hause da so ein Laboratorium aufzubauen und damit rumzuexperimentieren. Und damals war das so, in 2015, dass dieser Herr Keshe an die Öffentlichkeit trat mit der Versprechung, er würde Baupläne freigeben. Und zwar Baupläne dieser Technologie für den Heimanwender. Ja, das heißt, jeder kann sich zu Hause so etwas nachbauen. Das war 2015, da gab er halt eine Konferenz, auf der er Regierungsvertretern so ein Margraf-Gerät, das ist also ein freie Energie-Reaktor, kein Generator, an verschiedene Vertreter von verschiedenen Ländern, die erschienen waren, verschenkt hat mit den Bauplänen und mit der Option oder also er hat damit etwas verbunden, dass er gesagt hat, ihr bekommt das, aber ihr müsst innerhalb einer gewissen Frist diese Technologie mit der Bevölkerung teilen. Ja, das darf nicht sozusagen eine Technologie sein, die jetzt sozusagen, wovon die Menschen abhängig werden, sondern ihr müsst es mit den Menschen teilen. Und wenn ihr das nicht tut, dann werde ich alles veröffentlichen. Und das war für mich die Anknüpfung, Halleluja, das hat er dann auch wahrgemacht, 2016 oder ich glaube Oktober schon 2015, hat er diese Baupläne rausgegeben. Und dann habe ich angefangen, Dinge nachzuvollziehen, nachzubauen, die noch nicht Keshe-like waren, weil ich noch nicht genau wusste, was meint er mit diesen ganzen Dingen, sondern ich habe angefangen, Geräte nachzubauen, die er beschrieben hat, die in seinen Bauplänen beschrieben waren. Und ihr seht hier, das war noch ziemlich simpel, weil ich wollte Effekte, ich wollte schauen, was hat das für Effekte und habe eigentlich Wissen aus der Alchemie genommen und habe das so ein bisschen kombiniert und habe angefangen, diese ominösen Spulen herzustellen, die der Herr Keshe in seinen Bauplänen bereitgestellt hat. Und diese Spulen, das sind Kupferspulen und die werden auf eine spezielle Art und Weise beschichtet, das nennt er Nanoschicht. Und dadurch entstehen gewisse Effekte, ja. Nur wenn diese spezielle Schicht drauf ist und wenn wir mit einer speziellen Flüssigkeit arbeiten. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, was das für eine Flüssigkeit ist und warum das so ist. Nur was ich hier eigentlich zeigen will, ganz am Anfang, war das etwas, was jeder zu Hause nachmachen kann. Also jeder, der, das ist überhaupt bei dieser Keshe-Technologie möglich, jeder, der sich zutraut, häkeln zu lernen, ja, der kann auch so ein freies Energiegerät nachher selber nachbauen. Ich zeige euch das gleich mal. Aber meine ersten Experimente waren wirklich ganz, ganz simpel. Mit diese Flüssigkeit, die ist zum Beispiel aus der Alchemie, die ist gar nicht, weil ich damals nicht wusste, wie der Herr Keshe diese herstellt und was das genau ist, habe ich hier aus der Alchemie eine spezielle Flüssigkeit hergestellt, in der, man würde modern sagen, Protomaterie vorhanden ist, also eine Vorstufe von Materie. Und weil die Materie dort noch in einer Vorstufe ist und noch nicht materiell ausgebildet ist, stellt sie sozusagen freie Energie zur Verfügung, die aber noch nicht handhabbar ist, sondern diese freie Energie, einfach ausgedrückt, wird durch diese Spule, durch diese speziell beschichtete Spule sozusagen kollektiviert, ja, und in eine bestimmte Richtung gebracht und dadurch entstehen Effekte. Ja. Beides kannte ich, aber ich habe das noch nie miteinander in Zusammenhang gebracht und bei Keshe hat es dann bei mir Klick gemacht, dass ich gesehen habe, Moment mal, ich kenne diese Nano,
Themen aus der Alchemie, das kann ich selber herstellen. Ich kenne diese Flüssigkeit aus der Alchemie. Beides zusammenzubringen, war für mich eine geniale Leistung des Herrn Kesche. Ja? Und ich habe verschiedene Experimente gemacht, ganz einfache Sachen. Ich habe erstmal geguckt, wie wirkt das auf mich, auf den Organismus. Ich habe versucht, Wasser zu energetisieren, wie man das nennt. Ich habe solche zwei Spulen, die gegenläufig waren, mit dieser Flüssigkeit einfach am Auto an der Batterie angebracht. Ja, Plus- und Minuskabel, da habe ich das einfach mit Tape draufgeklebt und bin damit rumgefahren und hatte dann den Effekt, dass ich so, ich weiß es jetzt, ich habe es nochmal versucht nachzurecherchieren, ich weiß nicht, wo ich meine Unterlagen da habe, etwa 120 bis 140 Kilometer mit einer Tankfüllung mehr, als ich normalerweise immer fahren konnte. Und das war für mich jetzt, ist es ein unwissenschaftliches Experiment gewesen, aber für mich hat es gereicht zu sagen, es gibt Effekte. Es lohnt sich, es gibt Effekte. Wie kann ich so ein Markgraf bauen? So, was ist das jetzt alles? Ich bin ein bisschen gesprungen. Ich wollte eigentlich viel, viel linearer vorgehen. Was ist das eigentlich? Was ist das für ein Mann, dieser Herr Kesche? Ja, und als ich dann recherchiert habe, das habe ich ein bisschen zusammengefasst, er ist halt Ingenieur, Nuklearingenieur, hat das studiert und hat Systeme geschaffen, also schon vor zig Jahren. Das nannte sich Erzeugung von Schwerkraft und Energie. Das hört sich ja auch schon ein bisschen komisch an. Wie kann man Schwerkraft erzeugen? Also Systeme, mit denen man Schwerkraft erzeugt, das hat mich dann auch sehr angetriggert. Und er hat dann auf dieser Basis weitergearbeitet, bis er eben an diesen Punkt kam, wo dieses Markgraf-Gerät mit diesen Bauplänen, was ich eben gesagt habe, an die Öffentlichkeit kam. Und das sind dann Energiegeräte, mit denen man Strom erzeugen kann, mit dem man Wasser erzeugen kann, mit dem man gesundheitliche Themen bereichern kann. In der Agrartechnologie kann man das einsetzen, man kann damit Wärme erzeugen, man kann damit Nahrung erzeugen, man kann damit Medikamente erzeugen. Und das zeigt uns ja, dass es hier um viel mehr geht als nur um freie Energie oder Strom. Ja. Und weil ich diese Themen eben aus der Alchemie kenne, war das für mich jetzt erstmal nicht irgendwie total spooky, dass ich gesagt habe, so ein Quatsch, sondern für mich war das ganz klar, dass das funktioniert, weil ich das aus der Alchemie kenne und das, was er aussagt, ich einfach ein bisschen extrapoliert hat. Und dann bin ich eben in die Experimente gegangen, das heißt, ich habe die Effekte festgestellt und das war dann für mich Anlass, dass ich angefangen habe, genau herauszufinden, wie denn diese Geräte gebaut werden. Ja? Und eins, also das, was er hier freigegeben hatte damals, und das vielleicht auch vorweg, mein Wissensstand ist immer noch 2016. Ich habe seit 3 Jahren nichts mehr mit der Kesche-Technologie gemacht oder zu tun gehabt. Ich habe jetzt erst im August wieder einen Markgraf bei mir zu Hause angeschlossen. Das lag einfach daran, als ich mich damit befasst habe und ich die ersten Veröffentlichungen in der Raum und Zeit gemacht habe, hat Naturwissen dann auch gefragt, magst du nicht einen Workshop dazu geben? Ja, das heißt, dann habe ich überlegt, kann ich das überhaupt, wie soll ich forsche ja selbst da drin, wie soll ich jetzt Workshops geben? Und habe mich dann aber dazu entschlossen, Workshops zu geben und das Wissen, was ich erarbeitet habe, weil damals gab es nicht so viel im Internet wie heute, auch nicht Nachbaumöglichkeiten oder wenn es etwas gab, dann haben die sich oft widersprochen. Und dann habe ich mich einfach bereit erklärt und habe gesagt, okay, das, was ich mir selbst erarbeitet habe, das gebe ich gerne an andere weiter. Und in dem Moment fing das an, dass ich extremste Schwierigkeiten, ich kenne das zwar aus der Alchemie auch, aber so extrem hatte ich das noch nicht, Mordanschläge auf meine Kinder, die bayerische Staatsregierung geht gegen meine Kinder vor, ich bekam Hassmails, Shitstorm, so das ganze Paket, ja, also eben alles, was so, ich sag mal, administrative Prozesse von den Regierungen sind, was die so in Gang setzen können, haben die in Gang gesetzt. Ich hatte Hausdurchsuchungen, ich hatte also so wirklich das ganz krasse Programm mit noch einigen sehr unerfreulichen Dingen, die man auf meinen Computer gespielt hat, wo ich gedacht habe, okay, gleich stellt die Polizei und dann war es das, bin ich im Knast. Ich war damals in Kontakt mit Herrn Kesche und Herr Kesche hat das mitbekommen und ist dann an die Öffentlichkeit getreten und hat dann öffentlich in einem Lehrer-Teaching, in einem Teaching gesagt, wer meiner Familie mir was antut, den würde er selber hinter Schloss und Riegel bringen. Da würde er sich selbst drum kümmern. Und von da an war Ruhe. Also keine Mordanschläge und so. Das ging dann subtil weiter und das hat sich letztlich bis dieses Jahr nochmal hingezogen, dass ich eben auch im Mai komplett alle meine Workshops, auch die Alchemie-Workshops absagen musste.
Ich wurde auch in der alternativen Szene, ich wurde ausgeladen von Vorträgen, Interviews. Also das ist schon alles ziemlich, greift das ineinander. Und deshalb habe ich dann einfach das alles erstmal ad acta gelegt. Ich habe auch alle Geräte, die ich im Betrieb hatte, dann sozusagen abgeschaltet, außer Betrieb genommen, auch abgebaut. Und ich habe noch ein Gerät, und das ist eben dieser sogenannte Magraf. Das hat der Herr Kesche mir damals aus Italien geschickt. Das ist also nicht ein selbstgebautes, sondern das ist eins, was der Herr Kesche mir geschickt hat. Und das habe ich jetzt wieder in Betrieb genommen. Und was ist jetzt so ein Magraf? Also auf dieser Basis des Wissens, ja, dass die Dinge aus plasmatisch-magnetischen Feldern entstehen. Und Magnetismus bedeutet jetzt bei Herrn Kesche nicht den Magnetismus, den wir eben gehört haben, sondern bei ihm geht es darum, dass alles gravitativ oder magnetisch ist. Und er meint mit gravitativ anziehend und mit magnetisch abstoßend. Das heißt, bei einem Magnet haben wir das, da haben wir abstoßende, je nachdem, ob gleichpolig, ja, oder gegenpolig, wir haben abstoßende oder anziehende Kräfte. Wir haben das bei der Gravitation der Erde, da ist es anziehend. Und das ist alles, was sich anzieht, ist bei Herrn Kesche gravitativ. Also man muss verstehen, also man muss die Definition verstehen, was er damit meint, weil die unterscheiden sich etwas von den herkömmlichen schulphysikalischen Definitionen, aber auch von den alchemistischen Definitionen. In der Alchemie ist alles, was angezogen wird, magnetisch und alles, was abstoßend ist, elektrisch. Ja, die Begriffe des elektrisch kommt tatsächlich aus der Alchemie, bedeutet heute was anderes als damals. Aber dass wir das verstehen, dass wir immer erstmal hinhören müssen, wie definiert derjenige seine Theorie, die Begriffe, was meint er damit? Und dann können wir das auch in unser eigenes Weltbild übertragen. Aber das ist sehr wichtig, das vorher zu tun. Und ein Magraf ist eben ein Gerät, was mit diesem magnetisch, da kommt eben Mag her, und Graf von gravitativ. MA, magnetisch. GAV, gravitativ, magnetisch, dass es mit magnetisch-gravitativen Feldern arbeitet. Und es braucht immer ein Plasma, also das heißt sozusagen ein, vielleicht würden wir sagen, Quantenfeld. Ja. In der Alchemie ist das Plasma die sogenannte erste Schöpfersubstanz. Und die liegt sozusagen zwischen dem Äther und der Materie an sich. Und das ist auch ein Aggregatzustand, der zwischen dem Festen und dem Gasförmigen liegt in der Alchemie, genauso wie bei Herrn Kesche. Wenn man das versteht, dann hat er eben sozusagen versucht, jetzt aus diesen, nennen wir es Quantenfeld oder Plasmafeldern, die können auftreten sphärisch, die können auftreten als Strahlen, wie er das beschreibt, daraus sozusagen Energie zu ziehen, ja, oder etwas Materie zu schaffen oder eben Strom oder Wärme. Und er hat eigentlich in seinem Labor mit solchen Reaktoren hier gearbeitet. Das sind solche Metallkugeln, die verschiedene Schichten haben. Da hat man Gase eingeleitet, die hat man rotiert, da hat man verschiedene gehabt und da hat man so Plasmafelder mit erzeugt, also spezielle Felder, die eben wie gesagt nicht das herkömmliche Plasma der Schulphysik beschreibt, sondern sozusagen erstmal eine subtile, unsichtbare, ein subtiles, unsichtbares Feld. Ja? Das nennt der Herr Kesche eben Plasma. Und das hat auch was mit Plasma zu tun, weil gewisse Effekte, die da auftreten, auch in diesem physikalisch hochenergetischen Plasma auftreten. Also es ist nicht ganz neu definiert oder ganz fern, nur wir müssen einfach verstehen, immer wenn ich diese Begriffe verwende, Plasma, dann bedeutet es bei Herrn Kesche sozusagen ein unsichtbares Feld, das wir auch in der Alchemie kennen. Und wie kann man dieses sich jetzt verfügbar machen? Weil wenn ich jetzt ein Beispiel, wenn ich jetzt Wärme haben will, dann kann ich sozusagen aus diesem Feld Wärme generieren. Oder wenn ich Strom haben will, dann kann ich aus diesem Feld Strom generieren. Und wie macht man das? Eben mit dieser Technologie. Und was er dann aber geschaffen hat, ist sozusagen aus dieser Technologie, mit diesem Versprechen, das kann jetzt jeder zu Hause auch machen, da wären wir ja überfordert mit so einer Kugel, hat er eben das versucht sozusagen umzusetzen in eine einfache Technologie, wo er angefangen hat, mit diesen Spiralen, mit diesen Kupferspiralen zu arbeiten, die beschichtet werden müssen. Die Beschichtungstechnologie und diese Flüssigkeit, die sind immer Grundvoraussetzungen bei der Kesche-Technologie. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten der Ausführung. Man kann das sehr einfach ausführen, man kann das ein bisschen technischer ausführen. Ja, das kommt ganz drauf an, aber weil es die Natur ist, weil jeder Mensch, jedes Tier, zum Beispiel ein Blatt funktioniert bei der Pflanze genau nach diesen Grundprinzipien, benötigen wir keine Hightech-Anlagen dafür. Ja, das kommt darauf an, wie wir mit diesen Dingen umgehen können. Und dieses Magraf-Gerät hat er quasi erschaffen als Intermediär für uns, dass wir, die wir uns mit diesen Plasmafeldern noch nicht auskennen und sozusagen eine technische Lösung suchen,
dass wir eine Möglichkeit haben, mit einem technischen Gerät, was wir selber bauen können, diese Plasmafelder zu erzeugen, beziehungsweise aus dem Plasma in dem Falle Strom zu erzeugen. Das ist die Grundidee dahinter. Und die Ausführungen, die sind eigentlich recht einfach. In meinen Workshops habe ich das dann gezeigt, wie das geht damals. Inzwischen gibt es viele, die damit arbeiten und das zeigen. Ich will mal eben schauen, ich habe irgendwo ein Bild von dem Inneren eines solchen Gerätes. Ich weiß nicht, ob das gut zu erkennen sind, aber hier sind drei Ebenen, da sieht man das auch, da sind sozusagen immer in einer Ebene immer zwei Spulen, eine kleinere und eine größere. Also das ist ein bisschen komplexer, weil in einer Spule ist nochmal eine drin, das will ich jetzt gar nicht ausführen. Aber was jetzt hier wesentlich zu verstehen ist, ist, dass es quasi beschichteter Kupferdraht ist, der gewickelt wird. Ja? Ziemlich simpel, nur was wir hier verstehen müssen, wenn es um Strom geht, hier fließt kein Strom durch. Hier fließt kein Strom drin. Das ist eben damals auch oft falsch vermittelt worden. Also Menschen, die das gesehen haben, Ingenieure, Elektroingenieure, die haben gesagt, ja, das ist ja, da fließt dann Strom drin und dann kann das heiß werden und so. Da dürfte eigentlich kein Strom drin fließen. Wenn drin Strom fließt, dann ist es nicht richtig gebaut. Ja? Es muss also die Spulen isolieren eigentlich. Das heißt, der normale herkömmliche Stromfluss ist da drin nicht gegeben. Was da drin aber passiert ist, dass sozusagen Strom auf Plasmaebene erzeugt wird. Und was ist, wie können wir uns das jetzt vorstellen? Strom auf Plasmaebene ist sozusagen eine Vorstufe von Materie. Ich hatte das ja eben angesprochen. Es gibt in der Alchemie und in der Cashew-Physik die Ansicht, dass es sozusagen drei Stufen von Materie gibt, in dem, womit wir umgehen können, bevor es sozusagen zu geistig wird, wo wir das nicht mehr materiell erfassbar haben. Und eine Vorstufe von Materie nennt er eben auch Plasmazustand. Ja? Das geht so ein bisschen Richtung Prima Materia der Alchemie, das heißt, wir haben tatsächlich eine Vorstufe von Materie, die er Plasmazustand nennt. Und aus dieser Vorstufe von Materie können wir dann in die dichteste physische Ebene gehen oder in die Metastate of Matter, also in den Materiezustand der Materie, der sozusagen in der Alchemie der physisch dichteste Zustand ist. Und da ist es dann jetzt egal, ob das jetzt zum Beispiel Moleküle sind, Atome sind oder ob es jetzt Elektronen sind. Na? Also wie gesagt, der Elektronenbegriff ist ja nicht als Partikel definiert, deshalb ist das Thema auch Stromfluss und so ein bisschen anders in der Alchemie und in der Cashew-Physik zu sehen als in der herkömmlichen Elektroingenieurwissenschaft. Da fließen Elektronen nicht, aber wenn wir das jetzt mal von diesem Bild anschauen wollen, dann kommt sozusagen aus einem Vorzustand von Materie, kommt dann Materie, also Strom sozusagen im Materiezustand. Es gibt tatsächlich Energie in einem Vorzustand, bevor er sozusagen als Energie, bevor die Energie sozusagen für uns fassbar als Energiebegriff in der Physik, wie er da definiert ist, auftritt. Und diese Vorzustände, damit muss man jetzt umgehen lernen. In der Alchemie ist das kein Thema, da muss man das können, aber in der Plasmaphysik kann man es quasi lernen. Also der Keshe hat da dieses Intermediär gegeben. Also das heißt, wir können mit so einem simplen Gerät, was man sehr einfach bauen kann, und das ist eben eine Ausführung für Heimanwender, das ist nicht jetzt ein industriell technisches Produkt, da kann man die Dinge viel, viel besser, viel, viel, wie soll ich sagen, in industrieller Fertigung herstellen, da braucht man keine Spulen, das geht anders, es gibt inzwischen, sind die sehr weit, dass die nur noch mit bewegten, rotierenden Plasmafeldern arbeiten, also gar nicht mehr mit Spulen, auch nicht mit rotierenden Kugeln, wie der ein oder andere das vielleicht im Internet festgestellt hat. Also zusammenfassend, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir gerade auch in den Schulwissenschaften verstehen, dass es sozusagen eine Ebene über der materiellen Ebene gibt, aus der alles, was materiell ist, erst entsteht. Ja? Und wenn man damit umgehen lernt, und das ist das, was die Cashew-Physik kann, dann kann man, egal was es ist, sozusagen produzieren. Also Nahrung, Strom, Wärme, was man benötigt. Die Ausführung dieses Gerätes ist eben so damals noch gewesen, dass man das in das Hausnetz einsteckt und die Verbraucher sozusagen auf der anderen Seite des Gerätes. Dieser sogenannte Markgraf, der steht dann sozusagen dazwischen, zwischen dem Gerät, was wir betreiben wollen mit dem Strom und dem Hausnetz. Notwendig ist das nicht, das Gerät funktioniert auch, wenn man es aussteckt. Ich habe das ein paar Mal probiert, Kühlschrank, Lampen, Ventilatoren liefen alle weiter. Das ist auch ganz einfach erklärbar. Dieses Hausnetz, ja, das ist heute auch noch so, wer mit dem Plasma, wer das noch nicht versteht und damit nicht umgehen kann, also direkt sozusagen aus dem
menschlichen Erfassen heraus, der benötigt ja sozusagen eine, er muss dem Markgraf sozusagen sagen, was der Markgraf tun soll. Also das Plasmafeld ist da. Woher weiß das Plasmafeld, was entstehen soll, was wir brauchen? Entweder durch uns. Und wenn wir aber nicht mit dem Plasmafeld kommunizieren können, dann braucht sozusagen eine andere Lösung. Und das war eben diese erste Herangehensweise. Das heißt, man steckt das Gerät in die Steckdose des Hausnetzes, dann erfährt das Plasmafeld, um was es geht. Sprich, es nutzt die Vibration des Stroms auf der physisch dichtesten Ebene und versteht, aha, wenn ein Verbraucher angeschlossen wird, das Gerät möchte Strom. Es wird mit Strom betrieben. Und das Plasmafeld fängt dann an, mit der Vibration des Stromes, das sozusagen als Vorlage zu nehmen und zu sehen, was der Verbraucher benötigt und erzeugt das dann. Und wenn das Gerät einmal konditioniert ist und weiß, worum es geht, dann kann man es auch ausstöpseln und man hat sozusagen einen echten Generator. Ich habe dann festgestellt, diese Art und Weise, den Markgraf, so wie er hier ist, zu betreiben, ist nicht immer zuverlässig, je nachdem, wer es betreibt. Und dann sind wir natürlich an dem Punkt, wo Schulwissenschaftler schon sagen, dann ist das alles Quatsch. Aber man kann diesen Markgraf eben konfigurieren, man kann da noch etwas anstecken, was dann dazu führt, dass es zuverlässig als Generator arbeitet. Und da sehen wir auch, es gibt ja viele, die inzwischen sagen, ja, wann gibt der Herr Kesche endlich die Generatoren frei, also die sozusagen netzunabhängig arbeiten. Braucht er gar nicht, weil es ist schon alles da. Ja, es liegt an uns, das zu verstehen, und wir haben das schon alles da. Ich habe damals ich habe eine Ubuntu-Gruppe gegründet, in Augsburg-Ekling. Und wir haben dann Geräte konstruiert, die wir an alle, die Ubuntu ist das Prinzip von Michael Tellinger, also dass man quasi, wer das nicht kennt, das ist nicht das Computerprogramm, dass man komplett auch ohne Geld leben kann, also auch wirtschaftlich, sozial, dass es funktioniert. Natürlich braucht man erstmal so ein Intermediär, man braucht eine gewisse Sicherheit, dass man unabhängig ist von Strom, Nahrung, Wasser, ja. Und das wollte ich damit erreichen, aber das ist natürlich auch ganz schnell problematisch geworden, weil aber jetzt aus zwei Gründen, die mit mir gearbeitet haben, die waren dann nicht ganz koscher, ja, das hat dann da Probleme gegeben und die Menschen konnten es nicht annehmen. Also damals, 2016, Anfang 2017, war das einfach so vom Bewusstsein her, dass eigentlich die, für die es ist, es letztlich wirklich nicht wollten, weil es nicht so funktioniert hat, wie sie wollten, dass es funktioniert. Ich gebe ein Beispiel mit einem Elektroingenieur, den ich mal nach einem Vortrag getroffen habe und der mir gesagt hat, er hat das auch nachgebaut und es funktioniert bei ihm nicht. Dann hat er mir erklärt, wie er die Messapparaturen angeschlossen hat und dann konnte das auch nicht funktionieren, weil er nicht das Plasma versucht, das Plasma zu verstehen, wie ist der Plasmafluss, wie verhält sich das Plasma, sondern er hat rein auf was aus der Elektrotechnik, wie das da funktioniert. Und dann konnte er die Effekte nicht erreichen und dann habe ich mit ihm gesprochen, habe ihm das erklärt, wie er die Geräte besser anschließen kann, Messgeräte, also wie er das macht, dass er beispielsweise nicht auf beiden Seiten ein Messgerät anschließt, weil das Plasmafeld sieht dann Messgerät und liefert nicht Strom, sondern versucht eben mit den Messgeräten zu kommunizieren. Also man muss eins nehmen auf einer Seite oder man kann auch andere Lösungen dafür finden. Und das wollte er einfach nicht verstehen. Das Ende vom Lied war, und das nehme ich jetzt exemplarisch, er möchte gerne so, dass das so funktioniert, wie er das gelernt hat, dass Strom funktioniert. Und das ist so ein bisschen, das können wir wirklich auf alle Ebenen, also auch Menschen, die zu Hause leben, so ein Gerät anschließen, dass die einfach, ich sag mal, beispielsweise Strom sparen wollen. Und wenn man natürlich dem Plasmafeld suggeriert, sparen, dann tut es das auch. Das heißt, es gibt nichts, sondern es spart. Beim Automagraf, also wenn man sich so ein Gerät ins Auto einbaut, da geht es übrigens auch mit einer Spulenebene, dann haben wir genau das Thema. Das heißt, die meisten wollen Sprit sparen und alle, die Sprit sparen wollen, haben keine Effekte. Und die, die nicht sparen wollen, sondern in die Fülle gehen, die richtig sagen, verbrauchen, ja, gib mal Energie. Bei denen fängt es an, also man kann, wenn man das misst beim Fahrzeug, kann man sehen, wie am Anfang der Verbrauch sogar ansteigt, weil die Fahrweise eben auch sich dementsprechend angepasst hat. Und dann geht es plötzlich runter. Also der Markgraf versteht auf einmal, es wird Energie benötigt und er gibt dann Energie aus dem Plasmafeld. Und das ist das Wesentliche jetzt bei der Kesche-Physik, so wie es in der Alchemie auch ist. Wir haben eine Interaktion mit dem Nutzer. Und wir müssen verstehen, das ist so wie der Kesche das ausdrückt, was Plasmafelder sind oder was die feinstoffliche Welt ist, wie der Mensch aufgebaut ist, dass es Ätherfelder gibt, dass es astrale Felder gibt, dass es diese Dinge gibt. Und wenn wir dafür offen sind,
dann vereinfacht ausgedrückt, dann liefert ihr, dann gibt ihr, wir müssen selber in die Fülle kommen. Das ist sehr wichtig bei der Cache. Ich habe hier keine Uhr. Ich schaue mal eben, wie weit, doch hier oben, ich muss das eben gucken, 15, 20. Ich bin jetzt fertig. Ich hatte jetzt viel vorbereitet, aber ich bin einfach durch die Vorbereitung so ein bisschen raus gewesen. Aber ich denke, das reicht auch für das Verständnis. In dieser Bauausführung, ich zeige einfach nochmal hier ein anderes Bild, damit das einfach ein bisschen verständlich wird. In dieser Bauausführung, die jetzt für den Heimanwender ist, ja, ist es nicht so, ich sag mal, wichtig, dass wir jetzt, also es geht nicht darum, das können nur spirituelle, esoterische Menschen oder so betreiben. In dem Falle, wo wir, ich empfehle das, selber nachbauen, auch wenn wir vielleicht ein gekauftes Gerät dann betreiben, aber dass wir es mal versuchen, nachzubauen. Und zwar ist es recht einfach, und wenn wir es versuchen nachzubauen, dann beschäftigen wir uns damit, warum das so ist, warum man das so machen muss und wie das funktioniert. Und dadurch kommen wir in dieses innere Erfassen und dadurch haben wir einfach eine Möglichkeit, ich sage mal, mit diesen Plasmafeldern umzugehen. Wenn wir das nicht machen oder wenn wir zumindest mal versuchen zu verstehen, was Plasma ist und wie das funktioniert und wir schließen ein gekauftes Gerät an, haben wir Effekte. Ich möchte das ganz kurz darauf hinweisen. Meine Tochter, die hat den Spaceship-Antrieb gebaut und die ist auf YouTube, da könnt ihr mal nachschauen. Cache Plasma Physik Interview, da erzählt sie das nochmal. Also wenn ein 17 Jahre altes Kind so ein Gerät nachbauen kann und sogar ein Spaceship-Antrieb, also da geht es um eine Sphäre, mit der man in den Weltraum fliegen kann, nachbauen kann, dann können wir das auch. Und das ist mein Appell. Wir haben diese Sachen zur Verfügung. Ich habe dieses Gerät in Betrieb. Es funktioniert schon seit Jahren. Und wir haben durchweg bestätigt, kann ich jetzt aus meinem eigenen, wo ich jetzt definitiv weiß, dass das so ist. Ich habe das hier aufgeschrieben, ich will es mal eben schnell zeigen, dann mache ich auch Schluss, sonst überziehe ich zu lang. Wenn ich das finde. Sonst muss ich es so aus dem Kopf sagen, ich hoffe, ich vergesse es dann nicht. Also die Anordnung hier der Folien sind gerade ein bisschen anders, deshalb habe ich das nicht so. Ich versuche es, also ich sage es so. Ich habe von, also damals 2016, Anfang 2017, 8 überprüfte, bestätigte Fälle, wo konstant der Margraf 80% von dem Strom liefert, der benötigt wird. Also wenn ihr ein ganzes Haus damit, dann gibt er euch etwa 80%, das war 2016, 2017, relativ schnell nach dieser Konditionierungsphase, liefert er 80% des Strombedarfs, den ihr benötigt. Es geht hier nicht um Kilowatt oder irgendwas. Das, was benötigt wird, was ihr anschließt, das ist das, was benötigt wird. Und das liefert er. Man kann nicht genau sagen, messtechnisch, wie viel Energie er geben kann. Mit Sicherheit kann man sagen, weil das heißt nicht umsonst, der Markgraf ist eine Sonne. Er ist in der Lage, so viel Energie zu liefern, wie unsere Sonne Energie liefern kann. Wahrscheinlich noch mehr. Es ist nicht abgehoben, sondern das ist die Möglichkeit, die so ein simples Gerät liefern kann. Ja? Es gibt einige, wo ich Rückmeldungen bekommen habe, die auch bei diesen 80% liegen. Es waren 3 oder 4 Leute, die direkt mit 100% arbeiten konnten. Ja? Das heißt, er liefert den kompletten Bedarf, aber 80% ist zumindest Anfang 2070 das gewesen, wo ich ziemlich sicher sagen kann, das tut er auf jeden Fall. Damit könnt ihr schon mal rechnen. 80% des Bedarfs kann er liefern. Es ist egal, wenn ihr eine Fabrikhalle habt, ja, was auch immer. Effekte, das ist vielleicht noch ganz wichtig, meiner Tochter waren, wir haben dieses Spaceship-Antrieb-Plasmafeld gehabt und das ist noch ein bisschen anders als der Margraf. Das heißt, es baut sich ein Plasmafeld auf, was so messtechnisch nicht erfassbar ist, aber wer, das ist inzwischen auch im Internet, mit der Taschenlampe oder mit Licht, ja, kann man feststellen, dass das Licht, wenn man also in dem Plasmafeld steht, so gebrochen wird, dass 3 Lichtquellen erscheinen. Also man sieht, von außen leuchtet man nur mit einer Lichtquelle, es kann ein Laser sein, das kann eine Taschenlampe sein. Man sieht im Feld 3 Lichtquellen. Ja? Und Geräusche werden vermindert und Temperatur, solche Themen sind im Feld anders als außerhalb des Feldes. Also daraus kann man sozusagen indirekt auch abgrenzen, wie groß dieses Feld ist. Also diese Effekte sind aufgetreten, relativ simpel auch mit dieser Spulen,
Anordnung. Die geht ein bisschen anders, da muss man die ein bisschen anders anordnen. Also das heißt, wir haben diese Möglichkeit, die sind schon da, dass wir zumindest jeder in seinem eigenen Haushalt 80-100% des Strombedarfs decken kann. Seit 2016 ist es in der Welt. Wir müssen nur wollen. Es ist ganz einfach und simpel. Inzwischen gibt es sehr viele Nachbauanleitungen, wir müssen uns nur einfach ranbegeben und dann haben wir das, wenn wir wollen. Es ist, liegt in unseren Händen, wir haben es schon da. Es muss kein Konzern kommen, der uns das anbietet. So, ich hoffe, es war nicht zu sehr konfus, es hat mich alles ein bisschen rausgebracht, aber ist ja nicht schlimm. Das Wesentliche habe ich ja gebracht. Danke. Ganz herzlichen Dank, Herr Peter. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit für ein paar Fragen. Kurz zu dir, habe ich das richtig verstanden? Bei Harvard Zeit war eine Zeit lang, gab es keine Seminare. Jetzt gibt es wieder, oder wie ist das? Ab November ist schon ausgebucht. Ab November gibt es wieder und ich führe diese Ausbildungsreihe dann im nächsten Jahr weiter fort. Das sind immer mehrere Workshops hintereinander mit Diplom. Okay, gibt's jetzt wieder. Das heißt, Sie haben im Moment keine Chance, aber längerfristig können Sie sich wahrscheinlich schon bewerben. Ab nächstes Jahr. Ich nehme an, in den Kongressunterlagen sind auch die Daten von Peter drin, so können Sie ihm eine E-Mail schreiben und fragen, wann ist was. Okay. Auf meinem Tisch liegen ein paar Artikelauszüge, da stehen auch ein paar Kontaktdaten. Okay, also draußen auf dem Tisch, da können wir bald einen Kaffee antragen. Aber jetzt noch ein paar kurze Fragen. Ich bin nicht so ganz sicher, ob alle alles verstanden haben. Ich glaube ich auch nicht. Aber das ist ja das Provozierende, dass wir noch etwas lernen müssen. Deshalb sind wir ja hier. Wer hat eine Frage? Ja, Moment, ich bringe das. Moment. Inge möchte zuerst fragen, aber dann kommt es mit dem Mikrofon. Eine Frage. Wir hatten auch mal Kontakt zu Leuten, die den Q6 nach Ostenbutsch nachgebaut haben. Man hat uns, meinem Mann und mir, auch so ein Gerät gegeben und zur Verfügung gestellt für Experimente. Und wir haben es zum Beispiel im Auto platziert. Die Energie war dermaßen schlecht. Also es wurde mir richtig, also wir mussten das wieder rausschaffen. Und da habe ich einfach gefragt, wie kommt das? Da, es war wie wenn Magie irgendwelche negativen Kräfte da angezapft hätten oder so. Also wir müssen das einfach liquidieren. Ja gut, das ist ja nicht ganz das gleiche wie Cashing. Nein, das ist ähnlich, ja. Aber du kannst was sagen, ist es ähnlich? Ja, es ist ähnlich, aber es fehlen ein paar Grundlagen da drin und die sind ersetzt. Die sind ersetzt worden zum Beispiel durch dieses Ascheprinzip, das kenne ich aus der Alchemie, wenn das nicht rein ausgearbeitet wird, dann kann das sehr negativ wirken. Und man sieht auch, dass die Kupferspulen, egal wie die ausgeführt sind, nicht gecoated sind. Man muss sich dann immer fragen, wo kommt denn die Energie her? Weil die Energie wird letztlich, muss irgendwo herkommen. Und es gibt einfach zwei ganz simple Grundfragen, die sich da stellen. Kommt diese Energie sozusagen aus einem universellen, freien Feld, wo die Energie für uns alle zur Verfügung gestellt wird, oder wird sie geraubt? Ja, man kann eben auch Dinge betrachten, wenn Effekte da sind, können die aus Energieraub kommen oder eben frei. Und das muss man sich immer fragen und bevor man Dinge in Betrieb nimmt, muss man sich wirklich sicher sein. Das war ja auch meine, also diese Interviews, die jetzt noch im Internet stehen bei Lebenskraft TV, das war noch ganz in der Anfangsphase, wo ich sehr skeptisch war, wo ich eben mich auch gefragt habe, wo, also funktioniert, aber wo kommt denn die Energie her? Ja, und wenn man da nicht sicher ist, also ich mache das immer so, lasse ich die Finger davon. Erst wenn ich sehr sicher bin, dass, wo kommt denn die Energie her, dann fange ich auch an, das in Betrieb. Also nur in der Kürze dazu. Jetzt hier eine Frage. Ja. Hier. Ja, guten Tag. 2016 war ich bei dir. Grüß dich. Schön zusammengebaut, 4 Tage lang. Und ich kann sagen, ich habe selbst eine Markkraft zu Hause. Die Energie, die ich da einspare, liegt bei 10-30%. So, das als erstes. Und die zweite Frage, die ich an dich habe, wie sieht es aus mit dem Herrn Kesche? Man hört ja die tollsten Sachen und die neueste Auskunft, die ich da irgendwo herbekommen habe, die war, dass er ins Gefängnis steckt. Also weiß ich nichts von. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, ich habe... Ja, hier kann ich was zu sagen. Also, das wäre super, weil da bin ich ganz raus. Ich habe 3 Jahre, ich habe jetzt nur mal reingehorcht.
in ein paar neue Teachings und eben festgestellt, die arbeiten schon weiterentwickelt, aber sonst weiß ich gar nichts darüber. Okay, Sie können was sagen, Sie Ihren Namen kurz? Ja. Ah ja? Ja. Nürske. Okay. Ja, kann ich kurz was zu sagen. Der Fischer ist nicht im Gefängnis, auf jeden Fall nicht mehr, schon lange nicht mehr. Und für diejenigen, die ganz große Zweifel haben, dass die Technologie überhaupt funktioniert, im Dezember und Januar findet Rollout von einigen seiner Technologien statt. Im Dezember gehen Batterien zu Huawei, also zu diesem Elektronikkonzern, zur Testphase und einige auch zu Autohersteller, weil dort über diese Magnetkraft-Technologie Batterien angeboten werden, die nicht geladen werden müssen, sondern dann so lang wie ein Handy oder so lang wie ein Auto läuft, diese dann Elektroenergie bereitstellt. Also das geht jetzt in die industrielle Phase und wird dann zig Autohersteller gesandt, damit die das ausprobieren können. Und darüber hinaus geht dann im Dezember, Januar auch ein Rollout von diesen Gesundheits, er nennt sie Health Enhancement Units, die am Emotionalkörper ansetzen bei der Heilung, die dann ganzheitlich Parkinson, Alzheimer und eine ganze Reihe von Sachen oder von Beschwerden dann wieder abklingen lassen. Ich empfehle da einfach mal der Geshe Foundation die Videos der letzten 3 Wochen sich anzuschauen von diese German Teachings, da gibt es ja Übersetzungen. Und da geht jetzt, sind wir gerade in der Zeit, wo richtig die Post abgeht. Gut, okay. Wenn die Post abgeht, können wir gleich weitermachen. Ganz herzlichen Dank und interessante Leute.